Er ist der Cannabiskönig von Deutschland. Wenzel Cervemi aus München betreibt 19 Hanfshops im ganzen Land und 3 weitere im Ausland. In seinen Geschäften gibt es alles mit Cannabis, von Zahnpasta über Hundeleckerlis bis hin zu Hanftee. Ein Geschäft, das besonders in den letzten Jahren boomt. Der Jahresumsatz bei uns von den ganzen Geschäften europaweit liegen wir bei 4 Millionen ungefähr. Doch Cervemi ist stinksauer, denn die Polizei ist in seinen Geschäften Dauergast. Seit 2019 hat es 21 Razzien bei ihm gegeben. Wir fühlen uns einfach schikaniert. Produkte, die wir ja auch anbieten, die haben ja auch andere Anbieter, wie der Rossmann, DM oder was auch immer. Aber es wird immer nur Hetzjagd gegen die Kleinen gemacht. Ja. Grund für die Durchsuchungen ist das in Cervemis Nutzhanfprodukten enthaltene Cannabidiol, CBD, der entspannende Stoff, und auch THC, die berauschende Substanz. Cervemi wird gewerbsmäßiges und unerlaubtes Handeln mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hat ihn angeklagt. Der Vorwurf, er halte die THC-Richtlinie nicht ein. Rechtsanwalt und Strafverteidiger Leonhard Grassmann erklärt: Grundsätzlich dürfen Sie derartige Produkte an den Endverbraucher abgeben, wenn zum einen der Grenzwert von 0,2% THC nicht überschritten ist und wenn es ausgeschlossen ist, dass dieses Produkt zu Rauschzwecken missbraucht wird. Und gerade Letzteres ist ein gewisses Problem, weil Sie natürlich, wenn Sie nur genügend Tee zu sich nehmen, dann können Sie das nicht ausschließen, dass Sie eine gewisse Rauschwirkung haben. In Deutschland gibt es mehrere hundert Hanfshops und viele Betreiber wie Cervemi. Die Klage gegen ihn ist noch nicht zugelassen und hängt seit 2020 in der Schwebe. Der 60-Jährige hat Einspruch erhoben. Seine Produkte würden die 0,2% THC-Richtlinie nicht überschreiten. Sein Anwalt sagt zudem, man könne so viel Nutzhanfprodukte gar nicht konsumieren, um einen Rausch zu bekommen. Also es gibt zum Beispiel das absurde Beispiel, dass man über 15 Gramm Nutzhanf pur raucht. Das entspricht aber in etwa 30 fertig gerollten Zigaretten aus Nutzhanf, die man innerhalb einer Stunde konsumieren muss, um auch nur ansatzweise in die Nähe eines vergleichbaren Rauschzustandes zu kommen. Das kann weder ein erfahrener Raucher, noch kann das ein Tiefseetaucher. Also ich glaube, die Lungen hat keiner. Und das wird den Mandanten immer wieder vorgeworfen. Für Hanfaktivist Cervemi kommt aufgrund der Anklage eine Freiheitsstrafe von mindestens 5 Jahren in Betracht. Die anhaltenden Razzien haben aber auch schon jetzt finanzielle Folgen für den Münchner, der von einer Hexenjagd spricht. Seitdem die Razzien 2019 bei uns stattgefunden haben, hat sich ja der Umsatz halbiert, weil man dadurch auch natürlich die Bevölkerung verschreckt. Ja, das ist das eine. Das andere ist, in den letzten 3 Jahren wurde Ware insgesamt von über 250.000 Euro beschlagnahmt. Diese Ware fehlt uns. Und das gefährdet ein Unternehmen wie unseres. Auch Cervemis Mitarbeiter Manuel E. wird angeklagt wegen Beihilfe zum Betäubungsmittelverkauf. Eine schwere Belastung auch für das Privatleben des 34-jährigen Verkäufers. Ich habe einen 2-jährigen Sohn. Meine Frau belastet das natürlich psychisch auch. Und ich rechne damit, dass die mir natürlich irgendwann die Tür eintreten, weil sie halt vermuten, dass bei mir zu Hause irgendwas ist oder so, wegen mangelnder Beweise. Die brauchen ja irgendwelche Beweise jetzt natürlich für den Fall. Und bei mir zu Hause gibt es aber absolut nichts zu holen. Ich meine, ich habe ein Kind, ich rauche nicht, ich kiff nicht. Die Staatsanwaltschaft erklärt auf Anfrage, dass derzeit Nachermittlungen zu dem Fall Cervemi geführt werden, da der Bundesgerichtshof im März 2021 geurteilt hat, dass der Verkauf von rauschfreien CBD-Blüten nicht grundsätzlich verboten ist. Die Rechtslage könnte sich aber demnächst sowieso ändern. Die Ampelkoalition will Anbau und Handel von Cannabis legalisieren. Experten halten 2023 für das früheste realistische Datum der Legalisierung. Einige Mediziner warnen allerdings vor gesundheitlichen negativen Auswirkungen von berauschendem Cannabis. Hanfaktivist Cervemi will seine Produkte auch weiterhin unter die Leute bringen.